Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Angehörige der Familie Klein, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister AD Eger, lieber Landtagsabgeordnete Michael Wagner, einen herzlichen Gruß auch an Herrn Epstein, Vorsitzender der Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz. Ja, liebe Kolleginnen der Stolperstein-Initiative, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir dürfen Sie ganz, ganz herzlich willkommen heißen, ja zur vierten Verlegung der Stolpersteine in unserer Stadt, hier im historischen Ratssaal. Und mit der heutigen vierten Verlegung von Stolperstein in Speyer zeigen wir einmal mehr als Speyerinnen und Speyerer, dass es uns ein Bedürfnis ist, die Erinnerung hier an die schwärzesten Stunden deutscher Geschichte in die Öffentlichkeit zu holen. Es ist Auftrag und Verpflichtung zugleich, dass wir die Schrecken und die Gräueltaten des NS-Regimes gegen Jüdinnen und Juden, gegen Andersdenkende, auch in unserer Stadt immer wieder öffentlich benennen und verurteilen. Die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945 ist eben nicht weit weg von Speyer geschehen. Speyer ist ein Teil dieser Geschichte. Und deshalb ist es wichtig, dass bei einer auch leider immer noch vorhandenen Anzahl von rechtsradikalen und antisemitischen Tendenzen in Deutschland und leider auch in unserer Stadt die Erinnerung wachgehalten wird. Nicht nur in Büchern, sondern eben ganz direkt in unserem Alltag, hier bei uns in unserer Stadt. Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Viele Mitbürgerinnen und Mitbürger, die zuvor Teil der deutschen Gesellschaft waren, wurden nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten nicht mehr als deren Teil gesehen. Darunter waren Anhängerinnen und Anhänger des jüdischen und christlichen Glaubens, von religiösen Sekten, Mitglieder von demokratischen Parteien, Arbeitslose, Menschen anderer Sexualität, Menschen mit Beeinträchtigungen und viele weitere Gruppierungen. All jene wurden gefoltert, zur Emigration gezwungen, deportiert und ermordet. Ihnen wurde das Wichtigste abgesprochen, die Menschlichkeit. Bei der heutigen Verlegung tragen wir in der Verantwortung einen wichtigen Baustein dazu bei, Ihnen die Menschlichkeit zurückzugeben. Und heute, bei der Stolpersteinverlegung, stehen insbesondere jüdische Geschäftsinhaber im Vordergrund, welche wegen der nationalsozialistischen Boykotten, Gesetzen und Verordnungen fliehen mussten. Hier, mitten in unserer Innenstadt, hatten sie ihr Geschäft, waren Teil der Stadtgesellschaft, waren Speyererinnen und Speyerer, wie Sie und ich. Geschäfte wurden an sogenannte Arier übergeben. Ihre Geschäftseinrichtung wurde öffentlich versteigert. Aber es war auch ein jüdischer Lehrer unter ihnen, welcher aus der Saarpfalz ausgewiesen wurde, und auch ihm werden wir heute gedenken. Andere haben aufgrund der Gräueltaten Suizid begangen oder wurden in das Vernichtungslager Auschwitz deportiert und ermordet. Jene wurden aus Speyer sukzessive entfernt und verschwanden aus dem Bild unserer Stadt. Mit der Verlegung der Stolpersteine kommt ein Stück Erinnerung an jene zurück, welche das NS-Regime ja aus dem öffentlichen Bild tilgen wollte und auch versucht hat zu tilgen. Wir holen sie zurück in unsere Mitte und gedenken ihnen voller Respekt, aber auch voller Trauer um das, was sie erleiden mussten.
Das dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte ist Mahnung und Auftrag zugleich. Und so etwas darf, wie schon gesagt, nie wieder passieren. Und als Oberbürgermeisterin der Stadt Speyer entschuldige ich mich im Namen unserer Stadt bei allen anwesenden Angehörigen für das, was ihre Familienmitglieder erleiden, erdulden und durchmachen mussten. Speyer hat eine große und stolze Geschichte. Und ihre Angehörigen sowie der jüdische Glauben gehören fest zu uns und sind ein wichtiger Teil unserer Stadt. Im Gegensatz zu anderen Denkmälern begegnen wir den Stolpersteinen im Alltag, meist unverhofft und das ganze Jahr über. Sie sind dort, wo die Menschen lebten und arbeiteten und dort, wo Opfer, denen wir gedenken, auch einst gelebt und gearbeitet haben. Sie sind somit wieder mitten unter uns und zeigen, dass wir sie nicht vergessen, sondern ein wichtiger Teil unserer Stadt sind. Und es geht um Menschen mit Namen und Lebensgeschichten. Es geht nicht um irgendwelche Zahlen in Statistiken, sondern es geht um Speyerinnen und Speyerer. Und hinter jeder Zahl der Toten in den Konzentrations- und Vernichtungslagern steckt ein menschlicher Leidensweg. Und mit der heutigen Stolpersteinverlegung tragen wir einen wichtigen Baustein dazu, sie in unserer Erinnerung zurückzuholen. Und dass dies möglich ist, dafür danke ich der Initiative Stolpersteine. Ja, stellvertretend für alle Engagierten möchte ich hier Cornelia Benz benennen. Sie haben wieder aktiv mitgeholfen, dass wir heute überhaupt diese Veranstaltung haben und die Stolpersteine in Speyer verlegen können. Für Ihr wichtiges Engagement gilt unser aller Dank. Ebenso ein Dank dem Künstler und Ideengeber der Stolpersteine, Gunther Demning, der mit seinem Projekt die Erinnerung an das Grauen zurück in die Gesellschaft, in das Hier und das Jetzt geholt hat. Und so darf ich mich dennoch auch freuen, dass wir heute zusammengekommen sind, auch wenn es ja die dunkelste Zeit unserer Stadt widerspiegelt und wir insbesondere auch aufgrund ja, der pandemischen Rahmenbedingungen nochmal für die Veranstaltung große Herausforderungen hatten. Aber auch das zeigt, dass wir uns allen wichtigen Fragen unserer Stadt stellen und der Zusammenhalt auch in schwierigen Zeiten sichtbar ist. Ich darf mich im Namen der Stadt nochmal ganz, ganz herzlich bedanken und würde nun das Rednerpult an die Angehörigen übergeben. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui avec ma famille pour la cérémonie en l'honneur de mes grands-oncles et tantes Léopold et Tony Klein, ainsi que leur fille Else et leur petite-fille Evelyne. J'ai découvert la grande famille qu'avait mon grand-père, Kurt Klein, à travers des recherches effectuées il y a quelques années. J'imaginais que mon arrière-grand-père Julius, frère de Léopold, était peut-être fils unique. Ce fut une grande surprise de découvrir qu'ils étaient en fait 8 frères et sœurs. Ich bin sehr glücklich, heute an dieser Feier zu Ehren meines Großonkels Leopold und Großtante Toni Klein teilnehmen zu können. Auch zu Ehren der Tochter Else und der kleinen Evelyn. Ich habe während meiner Recherchen vor einigen Jahren entdeckt, dass mein Großvater Kurt Klein eine große Familie hatte. Ich dachte, dass Julius, der Bruder von Leopold, der einzige Sohn sei. So war es eine große Überraschung zu entdecken, dass es 8 Brüder und Schwestern waren.
Mein Großvater Kurt, der von seiner Familie Muki genannt wurde, hat uns nie etwas erzählt über seine Jugend in Deutschland, außer kleinen Streichen, die er als kleiner Junge gemacht hat. Wie zum Beispiel die Geschichte eines seiner Freunde, der die Tinte aus dem Tintenfass getrunken hatte, um nicht in die Schule zu müssen. Oder die Witze, die sich die Deutschen über die Preußen erzählten. Auch hat er überhaupt nichts mitgebracht, als er 1933 Deutschland verlassen musste. Keine persönlichen Dinge, Fotos, da er nicht wusste, ob seine Abreise endgültig sein würde. Alles ist in München geblieben, geplündert worden oder zerstört. Wir kannten also nur ganz wenige Dinge über unsere deutsche Familie vor diesen Recherchen. Mein Großvater war also Spross einer kinderreichen Familie, hatte viele Onkel, Tanten, Cousins und Cousinen. Während der Nazi-Zeit ist es einem Teil der Familie gelungen, in verschiedenen Ländern auszuwandern, USA und Uruguay. Mein Großvater nach Frankreich, seine Cousine Else, die Tochter von Leopold und Toni, nach Argentinien mit ihrem Ehemann Alfred, den man, glaube ich, Viktor nannte. Zahlreiche Ältere hatten nicht das Glück, viele Mitglieder der Familie sind ermordet worden. So meine Großtante Toni in Auschwitz und ihre Schwägerin, meine Urgroßmutter Elsa, im Kulmdorf. Später haben wir entdeckt, dass die Bindungen dieser Familie sehr wichtig waren. Meine Urgroßmutter Elsa, in München, Deutschland geblieben, gab uns regelmäßig Informationen über die Familienmitglieder in den Briefen, die sie an meinen Großvater, ihren Sohn, schrieb, der nach Frankreich ausgewandert war. Nach dem Krieg hat mein Großvater Kurt nicht versucht, Familienmitglieder zu finden. Es war nicht einfach in dieser Zeit ohne Internet. Er hat sich sein neues Leben in Nizza aufgebaut und so seine Vergangenheit verdrängt. Aber mit seiner Cousine Else, die nach Argentinien ausgewandert war, ist er in Verbindung geblieben. Ebenso mit seiner Schwester Lisa, die in die USA emigriert ist. Einige der wenigen Tatsachen, die meine Großmutter meiner Mutter und meiner Tante erzählt hat, ist die, dass Else, die Tochter von Toni und Leopold, zusammen mit ihrer kleinen Evelyn nach Frankreich deportiert wurde, nach Goes. Dass mein Großvater für Evelyn eine Bettflasche geschickt hat, damit sie es warm hat. Leider ist Evelyn bald gestorben. In der Geschichte der Familie Klein sind Schuhe ein wichtiges Element. Gute Schuhe zu haben, war etwas ganz Wichtiges in dieser Familie. Was sich aus ihrer Vergangenheit erklärt. David, mein Urgroßvater, der Vater von Leopold, Julius und den 6 anderen Kindern hat in Speyer einen Schuhladen eröffnet. David und seine Ehefrau Regina wollten zuerst in Meisenheim am Clan, Geburtsort von David. In Meisenheim sind die ersten 5 Kinder von David und Regina. Leopold war das 3. und mein Urgroßvater Julius das 5. Kind. Die Familie ist dann nach Speyer gezogen, der Geburtsstadt von Regina, die hier aufgewachsen ist. Nach dem Tod Davids wurde das Schuhgeschäft von seinem Sohn Leopold und dessen Ehefrau Toni übernommen. Julius, mein Urgroßvater, hat mit seiner Frau Elsa, meiner Urgroßmutter, in München mehrere Schuhgeschäfte namens Schuh Klein gegründet. Er verkaufte, kreierte und stellte Schuhe her, wovon einige Diplome Zeugnis ablegen. Einige Motivwerbemarken für Schuhe der Familie Klein kann man heute im Jüdischen Museum in Berlin sehen. Nach einer langen mehrjährigen Ausbildung bei der Bank und in verschiedenen Schuhgeschäften und nach dem Tod von Julius 1930 hat mein Großvater wieder die Leitung von Schuh Klein übernommen. Mon grand-père, Kurt Klein, a repris la direction de Schuh Klein. Peu de temps après, avec l'arrivée du nazisme, les magasins. Wenig später, als die Nazis aufkamen, wurden die Geschäfte meiner Familie weggenommen, aber die Marke ist geblieben. Noch vor einiger Zeit konnte man Schuhe kaufen im Schuhhaus Klein. In München. Leopold und Julius arbeiteten also in der Schuhbranche. Aber wir haben auch entdeckt, dass ihre kleine Schwester, die letzte Klein von Regina und David, das 8. Kind der Familie, Paula, die Johanna genannt wurde, einen Hermann Haberer geheiratet hat, der auch im Familienunternehmen Haberer arbeitete. Während meiner Recherchen über Leopold und Toni war ich sehr berührt zu sehen, dass mein Großonkel und meine Großtante eine wichtige Rolle in Speyer gespielt haben.
Leopold war nicht nur der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde, sondern auch Mitglied im Wohlfahrtskomitee der Stadt, sowie Schöffe. Ihr Lebenslauf zeigt, dass Leopold und Toni herausragende Persönlichkeiten waren, gerecht und offen gegenüber anderen. Dank an das Stadtarchiv Speyer, Frau Christiane Röhrenbeck, die mir viele Informationen über meine Familie und auch ein Foto meiner Kleinkousine Elsa in Schuluniform sowie Fotos des Geschäfts gab. Fotos machen besonders viel Freude. Dank auch an die Damen der Stolperstein-Initiative für all die Arbeit an der Realisierung der Stolpersteine. Die Stolpersteine erstehe. Sehr geehrte Familie Bellon, sehr geehrte Frau Seiler, sehr geehrter Stadtvorstand, werte Anwesende. Mein Name ist Kerstin Scholl und das hier ist meine Kollegin Ingrid Kolbinger. Und wir beide werden heute für die Initiative Stolpersteine hier sprechen. Schön, dass Sie heute alle zum Empfang und zur vierten Verlegung erschienen sind. Durch unsere Aktion möchten wir auf das Schicksal Speyerer Bürgerinnen und Bürger aufmerksam machen. Wir, das sind Conny Benz, Katrin Hopstock, Jutta Hornung, Ingrid Kolbinger und ich. Und wir freuen uns sehr, dass seit kurzer Zeit Frau Sandra Böhm die Initiative unterstützt. Ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit war von Beginn an, Angehörige der Familien ausfindig zu machen und zur Verlegung einzuladen. Wir hatten das Glück, dass dies bisher immer der Fall war und freuen uns sehr, dass Familie Bellon aus Paris heute nach Speyer gereist ist und an dieser Verlegung teilnehmen kann. Ein weiterer wichtiger Punkt unserer Arbeit ist die aktive Einbindung der Speyerer Schulen. Durch die Auseinandersetzung mit den Biografien erfahren die jungen Menschen, welche Schicksale hinter den Namen stecken. Und manche fragen sich natürlich, gäbe es das Geschäft der Familie noch, wenn die Nazis sie nicht enteignet hätten? Wären diese Familien noch heute unsere Nachbarn in Speyer? Nie wieder und gegen das Vergessen funktioniert nur, wenn Menschen sich konkret mit der Geschichte auseinandersetzen und einen Bezug zu sich und ihrer Heimatstadt herstellen können. Dies sehen wir als Initiative als einen wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur. Daher möchten wir uns heute auch sehr bei den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulsozialarbeiterinnen bedanken, die auch heute wieder mit ihren Schülern und Schülerinnen diese Arbeit unterstützen. Vielen Dank für ihr Engagement. Welche Speyerer Schulen bereits an der aktiven Zusammenarbeit mit der Stolperstein-Initiative beteiligt waren, stellt nun meine Kollegin Frau Ingrid Kolbinger vor. Vielen Dank, Kerstin, für die Überleitung. Kerstin ist für die Zusammenarbeit mit den Schulen zuständig. Wenn sie jedoch Termine nicht wahrnehmen kann, springe ich ein, denn es ist auch für mich ein besonderes Anliegen, dass die Schüler in die Gedenkarbeit mit eingezogen werden. Vor allem die Begegnung mit den Angehörigen ist auch für die jungen Leute etwas Besonderes. Sich vorzustellen, dass diese Nachfahren der Opfer unter anderen Bedingungen vielleicht Speyerer Bürger wären, wie du schon gesagt hast, die man kennt und in deren Geschäft man seine Schuhe kaufen würde. Und bei den Verlegungen zu erleben, dass sich im Zuge dieser Begegnungen Familienmitglieder überhaupt erst kennenlernen. So geschehen bei Familie Schaaf, deren Nachkommen aus Norwegen, Israel und England anreisten. Und das ist dann Geschichte greifbar gemacht. Die Schüler sehen, dass der Plan der Nazis nicht aufgegangen ist. Und so ist es uns eine besondere Freude, dass wir in diesem Jahr Familie Bellon aus Paris begrüßen dürfen, die Nachkommen von Leopold und Toni Klein, vor deren damaligem Wohnhaus und Schuhgeschäft heute Stolpersteine verlegt werden. Soyez les bienvenus. Sylvia, Gérard, Karine, Jacqueline, Claude, Valérie, Clémentine, Jules et Sacha.
Die Jugend ist die Zukunft und wie sie unsere Geschichte sieht, ist richtungsweisend für das Land. Die Schüler engagieren sich in der AG Schule ohne Rassismus, sammeln Geld für Stolpersteine und sind bei den Verlegungen präsent. Nicht zu vergessen die Unterstützung der Schülerinnen und deren Lehrerinnen des Nikolaus von Weiß und des Edith Stein Gymnasiums durch Spendenaktionen. Nun gibt es auch die Situation, dass wir bei der Veröffentlichung unseres Flyers für die Verlegung Fotos benutzen möchten, deren Bildrechte aber nicht gesichert sind. So kam bei der zweiten Verlegung Kerstin Scholl auf die Idee, eine Schülerin zu fragen, ob sie die fotografischen Porträts abzeichnen könnte. Dafür hat sich Julia Sänger intensiv mit den Biografien der Familien auseinandergesetzt. Und das Familienfoto, das die weiblichen Mitglieder zeigt, hat sie zeichnerisch dann so ergänzt, dass der Opa dann noch mit am Tisch sitzt. Eine wunderbare Idee, die Frau Nofi Katz, Urenkelin von Lazarus Schaf, veranlasst hat, diese gelungene Zeichnung mit nach Israel zu nehmen. Julia hat letztes Jahr an der Edith-Stein-Schule Abitur gemacht und sie verriet mir, dass sie ihr Talent bei einem Kunststudium weiter vervollkommen möchte. Daher gilt unser Dank auch Julia und ihrer Lehrerin Annette Meuser, die uns dieses Jahr auch wieder aktiv bei der aktuellen Verlegung unterstützt. Bei der zweiten Verlegung 2019 wurde der Familie des Komponisten und Musikers Alfred Kahn gedacht. Die Schülerinnen vom Nikolaus von Weiß Gymnasium unter Leitung von Sabine Dieven und Thomas Denzinger sangen das Lied »Wir sind ganz junge Bäumchen«. Was ist das für ein Lied? Als Jugendlicher war Alfred Kahn im Jahr 1941 im Lager Gürs interniert und kümmerte sich dort um die Kinder, indem er einen Kinderchor gründete, dieses Lied vertonte und mit ihnen einstudierte. »Wir sind ganz junge Bäumchen aus fernem Heimatwald, von einem bösen Förster entrissen«, mit Gewalt. Nicht nur die Zuhörer waren ergriffen, sondern vor allem auch die Anwesende Iron Morgan, die Lebensgefährtin von Alfred Kahn. Da liegen sie nun, die Stolpersteine, sorgfältig eingebettet in das Pflaster. Die Messingblättchen glänzen in der Sonne, sodass die Gravur gut zu lesen ist. Nur leider bleibt dieser Zustand nicht erhalten. Die Oberfläche dunkelt nach und es muss geputzt werden. Mit viel Druck und in gebücktem Zustand, ich habe es selbst ausprobiert, mit mäßigem Erfolg, ganz anders verlief die Aktion mit den Schülern des Kaiserdomgymnasiums, die mühelos mit viel Schwung und größerer Kraft in viel kürzerer Zeit ein prima Ergebnis erzielten. Sie heißen Mila, Vicky, Bosse, Jerome und Harni und gehören zur Gruppe Schule ohne Rassismus, GAKTIV genannt. 10 Schülerinnen aus den Klassen 8 bis 10 treffen sich einmal pro Woche, um ihre Aktionen zu besprechen, die mit Toleranz und Akzeptanz zu tun haben. Es werden Filme gezeigt und Diskussionsrunden organisiert, unter der engagierten Betreuung ihrer Lehrerin Frau Kerstin Gerber, die beim Saubermachen sogar selbst mit Hand angelegt hat. Die Schüler haben in ihrem Klassenzimmer eine Weltkarte, die den Herkunftsort der Jugendlichen zeigt. Bosses Vater ist Kanadier, die Mutter von Vicky kommt von den Philippinen, Hanis Eltern aus Sri Lanka und Jeromes Vater aus Frankreich. Es hat mir viel Freude gemacht, mit diesen jungen, positiven Menschen zusammenzuarbeiten und nochmal anhand der Biografien der Opfer zu gedenken. Wir danken allen Schülerinnen sowie deren Lehrkräften, die sich in vielfältiger Weise für die Initiative in Speyer engagieren. Ebenso allen Spendern. Ohne deren Unterstützung das Projekt nicht möglich wäre. Wir freuen uns, dass wir gleich zum 4. Mal Gedenksteine in Speyer verlegen und dass dann 66 Steine an ehemalige Speyer erinnern. Wie fasst Jerome das Engagement der Schülerinnen zusammen? Das ist unsere Geschichte. Wir müssen sie weitererzählen. Vielen Dank.
wird es ein Totengebet geben von Herrn Nechetaldio von der jüdischen Gemeinde hier, stellvertretend für alle Opfer, deren heute gedacht wird. El Male Rachamim, Shochen Bamramim, Ganzem Nucha Nechona al Kanfei Gashchina, Bamalot Gdoshim ut Kurim Gezogar Karakia Mizgirim et Nishmot. Gagdoshim וגנרתים שגומתו ושנהרגו, ושנשחטו, ושנשרפו, ושנטבעו, ושנחנקו על קידוש כשם על ידי גצוצרים הגרמנים ימח שמם וזכרם. בעבור שבלי נדר אתן צדקה בעד גזכרת נשמותיהם, בהן אתן יגם נוחתן. לכן בעל ורחמים יסתירם בסתר, נפף לעולמים, ויצרוי בצרור חיים את נשמותיהם. אדוני הוא נחלתם, ואנחנו בשלום על משכבותיהם, ונאמר אמן. אמן. So, jetzt werden zwei Schülerinnen von der Burgfeld Realschule Plus die Biografien verlesen. Sein Vater Simon hatte Anfang der 1870er Jahre das Anwesen Maximilianstraße 89 gekauft und dort ein Kleider- und Wäschegeschäft eröffnet. Ernst wächst als Halbwaise auf. Seine Mutter, Ida, geborene Wolf, war bereits 1885 im Alter von 43 Jahren verstorben. Nach dem Tod des Vaters 1913 übernimmt der 39-jährige Ernst Meyer das Geschäft. Nur wenig ist über ihn bekannt. Er war offensichtlich nicht in der Gemeinde aktiv. Selbst Zeitungsberichte, Werbeanzeigen und dergleichen sind nicht überliefert. Er scheint ein äußerst zurückhaltender Mann gewesen zu sein. Auch in seinem Geschäft soll er sich stets im Hintergrund gehalten haben. Geheiratet hatte er nie. Auch er musste unter den zunehmenden Einschränkungen und wachsendem Antisemitismus leiden. Angefangen mit dem reichsweiten Boykott jüdischer Geschäfte im 1. April 1933. Am 15. September 1938 findet man Ernst Meyers Leichnam auf. Vermutlich hatte er keinen Ausweg mehr gesehen. Er wurde auf dem Speyerer jüdischen Friedhof beigesetzt. Von seinen zwei Schwestern ließ sich lediglich über die Familie seiner Schwester Ottilie etwas ermitteln. Sie heiratet 1891 Alexandra Löwe. Beide leben in Stuttgart, können zu unbekannten Zeitpunkt nach England emigrieren. Ihr einziger Sohn, Adolf Löwe, wird als Professor Dr. Juris, Dr. Honoris, Causa Multiplex, eine weltbekannte Kapazität als Soziologe und Nationalökonom. Nach Verlust seines Lehrstuhls 1933 emigriert er nach England, anglisiert seinen Namen in Louvre. Trotz Einbürgerung 1939 als feindlicher Ausländer behandelt, emigriert er weiter nach New York, USA. Er ist verheiratet mit Beatrice Löwenstein aus seiner Fabrikantenfamilie. Er ist erst 1983 kehrt er nach Deutschland zurück, lebt bis zu seinem Tod bei seiner Tochter Hannah Lustig. Die jüngere Tochter Rachel Aubrey blieb ohne Nachkommen. Zu Ernst Meyers Rudolf ist außer seiner Heirat 1899 mit Sophie Schnurmann und der Tatsache, dass er Fabrikdirektor wurde, nichts bekannt. Seine Frau scheint vor 1950 verstorben zu sein. Ernst Meyers Haus wird von dem Testamentsvollstrecker verkauft. 1950 führen Meyers Erben, seine Schwester Ottilie Löwe und ihr Sohn Adolf Löwe, eine Restitutionsklage. Wir verlegen heute vor dem Haus Maximilianstraße 89 einen Stolperstein für Ernst Meyer. Wir befinden uns hier vor der Maximilianstraße 25, das Haus, das einstmals dem Ehepaar Kaufmann gehörte. Grafie, die wird verlesen von dessen Schülerinnen des Edith-Stein-Gymnasiums. Der aus dem saarländischen Hilbringen stammende Hermann Kaufmann
Er wirbt am 21. September 1905 für knappe 80.000 Mark das 1704 erbaute Anwesen in der Maximilianstraße 25. Der Vorbesitzer, der gleichfalls jüdische Speyerer Kaufmann Adolf Emanuel Anatan, hatte hier in zweiter Generation ein Geschäft für Manufaktur, Schnitt und Modewaren geführt. Mit seiner Frau Pauline betreibt Hermann Kaufmann nun hier erfolgreich gleichfalls ein Geschäft der gleichen Branche. Nebenher haben sie, wie einige andere Handlungen in der Maximilianstraße auch, ein Bettfedern- und Reinigungsanstalt. Weder mit politischen noch Vereinsaktivitäten scheint sie vorgetreten zu sein. Das Paar hat zwei Kinder. Ihr Sohn Fritz fällt tragischerweise einem Schwimmunfall zum Opfer. Er ertrinkt am 7. August 1931 zusammen mit seinem Verlobten Lisbeth Kessler im Rhein. Seine drei Jahre jüngere Schwester Lilly heiratet am 30. Januar 1930 Otto Kirsch, den Besitzer des Geschäftshauses Maximilianstraße 31. Trauriger Höhepunkt 1938 sind Einschränkungen der Gewerbefreiheit, Registrierung sämtlicher Geschäfte und schließlich am 12. November die Verordnung zur Ausschaltung der Juden aus der Wirtschaft. Jüdische Einzelhandelsgeschäfte und Betriebe müssen bis spätestens 1. Januar 1939 geschlossen werden. Dem Ehepaar Kaufmann gelingt am 15. September 1938, wenige Wochen vor dem Novemberpogrom, die Flucht nach Los Angeles, Kalifornien, USA. Ihre letzte Ruhestätte finden beide im Shalom Memorial Park in San Fernando County, Los Angeles. Hermann Kaufmanns Tochter Lilly war mit Ehemann Otto Hirsch und den beiden Töchtern Marlies und Eveline bereits 1936 in die USA ausgewandert. Ihnen hatte das Herren- und Knabenbekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße 31 gehört. Nach dem Tod von Otto Hirsch heiratet Lilly Ernest Jacobson. Am 25. August 1938 erwirbt ein 1936 zugezogener Textilkaufmann das Anwesen Nummer 25 und führt hier ein Geschäft für Damenbekleidung. Wir verlegen heute vor dem Haus Maximilianstraße 25 Stolpersteine für Hermann Kaufmann und seine Frau Pauline, geborene Moses. Ja, wir stehen hier vor der Maximilianstraße 27, wie gesagt, einst im Besitz der Familie Metzger. Die Familienbiografie, die wird verlesen von Luisa Büchner und Leni Gut vom Gymnasium am Kaiserdom. August 1888 in einer alteingesessenen Speyerer Familie zur Welt. Sein Vater Ludwig Metzger, 1851 bis 1914, mittleres von 9 Kindern, bringt es mit Ehefrau Johanna Baum, 1858 bis 1930, auf 11 Kinder. Ludwig eröffnet am 10. November 1907 mit dem Tonbildtheater das erste feste Kino in Speyer im Obergeschoss des Bekleidungsgeschäftes Blumenthal in der Maximilianstraße 15. Friedrichs Engagement gilt auch der Arbeiterbewegung und der Politik. Er ist aktives Mitglied der SPD und außerdem der Turngesellschaft Speyer. Friedrich dreht Lokalberichte für das Kino seines Vaters. Schwester Rosalia, Fotografin, bearbeitet das Rohmaterial. Sein Bruder Adolf ist Filmvorführer. Nach dem Tod von Ludwig Metzger vergibt die Familie 1917 das Kino an Familie Band Leon. Einige Jahre ist Friedrich Metzger Inhaber einer kleinen Rauch- und Zigarettenfabrik in der Judengasse 9. Im Ersten Weltkrieg meldet er sich freiwillig als Pionier. Er wird an der Westfront eingesetzt. Während eines Heimaturlaubs heiratet Friedrich Metzger am 17. März 1915 die aus Malsch bei Wiesloch stammende Modistin Guta Hees, geboren am 2. April 1889. Das Ehepaar bekommt zwei Kinder. Am 17. Mai 1916 kommt Sohn Ludwig Gustav zur Welt. Tochter Ellen am 11. Januar 1920.
Die Familie wohnt seit Juli 1919 als Mieter in der Maximilianstraße 56. Dort befindet sich auch Gutas Salon. Ende 1926 können Sie das Anwesen Maximilianstraße 27 erwerben. Hier betreibt Guta nun ihr Hutgeschäft sowie ein Atelier mit mehreren Lehrlingen. Inhaber ist ihr Ehemann. Als die Nationalsozialisten zum Boykott jüdischer Geschäfte aufrufen, stehen am 1. April 1933 auch vor dem metzgerschen Modegeschäft SA-Männer, die Kunden vom Eintritt in den Laden abhalten wollen. Die Familie erkennt die Gefahr, die durch den Rassenwahn der Nationalsozialisten droht. Gewarnt von, Zitat, einem Turnbruder aus den Reihen der Polizei, Zitat Ende, geht die Familie Anfang 1934, Ludwig bereits Herbst 1933, zunächst nach Straßburg. Die restriktive französische Einwanderungsgesetzgebung zwingt zur Rückkehr nach Deutschland, nach Ludwigshafen zu Verwandten. Nur Ludwig darf als Schüler bleiben, kann ein Ingenieurdiplom im Maschinenbau ablegen. Nach erneuter Einwanderung nach Frankreich wird die Familie mit Kriegsanfang 1939 als feindliche Ausländer, kann 1940 mittels Fluchthelfer nach der Schweiz flüchten. Nach einem Studium in der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne erreicht Ludwig hier sein zweites Ingenieurdiplom, Elektromechanik. Seine Schwester Ellen heiratet 1938 Robert Herz. Beiden gelingt die Flucht in die USA 1940. Ellens Tochter Marjorie Wasson besucht 2010 die Heimatstadt ihrer Mutter und Großmutter. Sie erinnert daran, dass Ellen das Talent ihrer Mutter Guta geerbt hatte und ihre Kreationen in den USA auch prominente Kunden fanden. Friedrichs Bruder Maximilian, 1890 bis 1963, war mit seiner Frau 1937 nach Straßburg emigriert. Beide blieben ihr Leben lang im Elsass. Der jüngere Bruder Adolf, 1894 bis 1966, emigrierte gleichfalls nach den USA und blieb im Filmgeschäft. 1946 können Friedrich, Guta und Ludwig Metzger ebenfalls nach den USA auswandern. Ludwig nennt sich nun Louis. Er zieht später nach Kloster in New Jersey, nahe New York. Seine Mutter Guta stirbt 1963. Louis heiratet 1966 die Rechtsanwältin Esther. Dreimal besucht er seine Heimatstadt Speyer. Bei seinem ersten Besuch nach 55 Jahren gibt er 1988 den Anstoß zur Errichtung eines Gedenksteins für die Opfer der Shoah am Standort der ehemaligen Synagoge. Er beteiligt sich an der Finanzierung und auch an der Formulierung der Inschrift. Die dort verewigten Initialien sind die seinen. Die Einweihung des Mahnmals findet am 9. November 1992 in seiner Anwesenheit statt. Auf Anregung von Ludwig Metzger, einem gebürtigen Speyerer Juden, der 1933 in die USA emigrierte und bis zu seinem Tode im Jahr 2002 in New Jersey lebte, bemühten wir uns in den Jahren 1991 und 92 um eine würdigere und deutlichere Erinnerung an Synagoge und vernichtete Kultusgemeinde. Wolf Spitzer erhielt damals den Auftrag für den Gedenkstein, den Sie auch heute noch sehen, ein Kubus aus Basaltlavaplatten und abgeknicktem Davidstern mit der Inschrift zum Gedenken an die Ermordung der jüdischen Mitbürger in Vernichtungslagern des Nazi-Regimes, LGM. Die drei Initialen am Schluss LGM stehen für Ludwig Gustav Metzger, der zur Übergabe des Gedenksteins am 9. November 1992 eigens nach Speyer reiste und in einer bewegenden Ansprache an die anwesenden Speyerer davon sprach, dass er in diesem Mahnmal ein wichtiges Zeichen gegen Intoleranz und Hass sehe. Heute verlegen wir vor dem Haus Maximilianstraße 27 Stolpersteine für Friedrich Metzger, Guta Metzger sowie ihre Kinder Ludwig Metzger und Ellen Herz. Ja, und die Steine, die haben verlegt Alicia Kunz und Jerome Clemens Nikolaus. Am 1. April 1933 trifft der Boykott jüdischer Geschäfte auch das Schuhhaus Klein. Leopold stirbt am 26. Januar 1934 und wird auf dem jüdischen Friedhof Speyer beigesetzt. Vermutlich im Sommer 1938 muss Toni Klein Zwangshypotheken auf Schuhgeschäft und Haus aufnehmen. Sie verliert beides. Am
am 20. Dezember 1938 wird ihr Geschäft aus dem Handelsregister gestrichen. Ein arischer Nachfolger aus Neustadt übernimmt. Eine oder mehrere ihrer ehemaligen Verkäuferinnen sollen sie heimlich mit Lebensmitteln versorgt haben. Der ersten Deportation von Juden aus Baden und der Saarpfalz nach Gurs am 22. Oktober 1940 kann sie entgehen. 2 Jahre später wird sie mit den letzten 6 jüdischen Speirern am 26. Juli 1942 über Köln nach Theresienstadt deportiert. Am 15. Mai 1944 verschleppt man sie nach Auschwitz, wo sie am 30. Juni ermordet wird. Ihre Tochter Elsa Regina besucht eine Internatsschule in Lausanne, Schweiz und heiratet 1932 den Mannheimer Alfred Victor Blüm, wo 1936 auch die Tochter Evelyn Flora geboren wird. Eine gemeinsame Freundin aus Speyer verhilft Victor Blüm zur Auswanderung nach Buenos Aires, Argentinien. Elsa Regina wird am 22. Oktober 1940 mit ihrer 4-jährigen Tochter Evelyn von Mannheim aus nach Gurs deportiert. Das kleine Mädchen stirbt dort nach wenigen Wochen. Elsa Regina gelingt die Auswanderung nach Argentinien zu ihrem Mann. Wir verlegen heute vor dem Haus Maximilianstraße 30 Stolpersteine für Leopold Klein und Toni Klein. Je suis très heureuse d'être présente aujourd'hui avec ma famille pour la cérémonie en l'honneur de mes grands-oncles et tantes, Léopold et Toni Klein, ainsi que leur fille Else et leur petite-fille Evelyn. J'ai découvert la grande famille qu'avait mon grand-père Kurt Klein à travers des recherches effectuées il y a quelques années. J'imaginais que mon arrière-grand-père, Julius, frère de Léopold, était peut-être fils unique. Ce fut une grande surprise de découvrir qu'ils étaient en fait 8 frères et sœurs. Mon grand-père Kurt, que ses proches appelaient Mouki, ne nous a rien raconté de sa jeunesse passée en Allemagne, hormis quelques bêtises faites lorsqu'il était petit enfant, comme l'histoire d'un de ses amis qui avait bu l'encre de son encrier pour ne pas aller à l'école, ou bien les histoires que les Allemands racontaient sur les Prussiens. Il n'a pas non plus emporté avec lui, lorsqu'il a quitté l'Allemagne en 1933, des objets personnels ou bien des photos. Il ne savait pas encore que son départ serait définitif. Tout est resté en Allemagne à Munich et a été spolié ou détruit par la suite. Nous ne connaissions donc que très peu de choses sur notre famille allemande avant les recherches entreprises. Mon grand-père était en fait issu d'une famille très nombreuse. Il avait beaucoup d'oncles, de tantes, de cousins et de cousines. Pendant les années du nazisme, une partie de la famille, en général les plus jeunes, a réussi à émigrer dans différents pays étrangers, en Uruguay, aux États-Unis, en France pour mon grand-père, en Argentine pour sa cousine Else, la fille de Léopold et Toni, et son mari Alfred, que l'on appelait Victor. Les plus âgés n'ont en général pas eu cette chance. Beaucoup de membres de notre famille ont été assassinés. Je citerai aujourd'hui ma grande-tante Toni, assassinée dans le camp de Auschwitz. Et sa belle-sœur, Elsa. Mon arrière-grand-mère dans le camp de Kumlov. Nous avons découvert bien plus tard que les liens dans cette famille étaient très importants. Mon arrière-grand-mère Elsa restait à Munich, envoyait régulièrement des informations sur les membres de la famille à travers les lettres qu'elle envoyait à son fils, mon grand-père, qui avait immigré en France. Après la guerre, mon grand-père Kurt n'a pas cherché à retrouver les membres de sa famille. Ce n'était pas non plus facile à cette époque sans Internet. Il est cependant resté en relation avec sa sœur Lisa, qui avait émigré aux États-Unis, et sa cousine Else, la fille de Léopold et Toni, qui avait immigré en Argentine. Un des rares éléments que ma grand-mère ait raconté à ma mère et ma tante ici présentes est que lorsque Else et sa très jeune fille Evelyn ont été déportées en France dans le camp de Gurs, mon grand-père avait envoyé pour Evelyn une bouillotte afin de lui tenir chaud. Malheureusement,
Evelyne est rapidement décédée. Dans l'histoire de la famille Klein, la chaussure est un élément très présent. Avoir de bonnes chaussures est quelque chose d'essentiel. Cela s'explique en particulier par son passé. David, mon arrière-arrière-grand-père, le père de Léopold, de Julius et des six autres enfants, a créé à Speyer le magasin de chaussures David Klein. David et son épouse Regina s'étaient tout d'abord établis à Meisenheim am Glan, lieu de naissance de David. C'est là, à Meisenheim, que sont nés les cinq premiers enfants de David et Regina, dont Léopold, le troisième enfant, et Julius, mon arrière-grand-père, le cinquième enfant. La famille a ensuite rejoint Speyer. Après le décès de David, le magasin de chaussures a été repris par son fils Léopold et son épouse Tony. Mon arrière-grand-père Julius s'est quant à lui installé avec mon arrière-grand-mère Elsa à Munich, où il a ouvert plusieurs magasins de chaussures sous le nom de Schuhklein. Il vendait, mais aussi créait et fabriquait les chaussures. Plusieurs brevets ont d'ailleurs été déposés. Certains timbres publicitaires de chaussures de la famille Klein sont aujourd'hui visibles au musée juif de Berlin. Après une longue formation de plusieurs années dans la banque et dans différents magasins de chaussures, et après le décès de Julius en 1930, mon grand-père a repris la direction de Schuhklein. Peu de temps après, avec l'arrivée du nazisme, les magasins ont été spoliés à ma famille. Mais la marque est restée. Il y a encore peu de temps, on pouvait acheter des chaussures dans le magasin Schuhklein de Munich. Léopold, Julius, travaillaient donc dans la chaussure. Mais nous avons aussi découvert que leur petite sœur, la petite dernière de Regina et David, la huitième des enfants, Paula, que l'on appelait Johanna, avait épousé Hermann Harberer, qui travaillait lui aussi dans le magasin familial de chaussures, celui des Harberer. À travers mes recherches sur Léopold et Tony, j'ai été très touchée de voir que mon grand-oncle et ma grande-tante avaient joué un rôle important dans la ville de Speyer. Léopold était non seulement président de la communauté juive, mais aussi membre du comité de bienfaisance de la ville et juge. Leur parcours montre que Léopold et Tony devaient être des personnes brillantes, justes et ouvertes sur les autres. Grâce aux archives de Speyer, je remercie en particulier Christina Röhrenbeck. J'ai pu obtenir beaucoup d'informations sur ma famille et découvrir le visage de ma petite cousine Else en tenue d'écolière, ainsi que des photos sur le magasin familial Klein. C'est toujours une grande joie d'obtenir non seulement des informations, mais aussi des photos. Un grand merci aussi à mesdames Jutta Hornung, Catherine Hopstock, Connie Benz, Kerstin Scholl et Ingrid Kolbinger pour tout le travail réalisé dans le cadre des Stolpersteine à Speyer. Danke schön. Regardez Papou. D'accord. Der gebürtige Speyerer Ludwig Haber, 1875 bis 1942, übernimmt 1904 im Alter von 29 Jahren die Gerberei und heute Fell- und Darmhandlung in der Mühlturmstraße 2b von seinem Vater, dem Großkaufmann Aaron Haber, 1837 bis 1906. Dieser hatte 1890 in Gemeinschaft mit Schäftefabrikant Roos von hier die Süßsche Gerberei an der Mühlturmstraße erworben. Ein alteingesessener Betrieb am damals noch offenen Speyerbach. Ludwig Haber ist seit 1931 mit der 13 Jahre jüngeren Anna, geboren Kahn, verwitwete Haas, verheiratet. Für beide ist es die zweite Ehe. Ludwig Habers erste Frau, Tilly Kahn,
1884 bis 1930 war die Mutter der einzigen Tochter Irma, geboren 1905. Die Familie wohnt in der heutigen Schwertstraße 15, damals Landauer Straße. Anfang 1934 will Philipp Rosenberg, Ludwig Habers Schwiegersohn, geboren 1898, bis 31. Dezember 1933 Mitinhaber der Firma Aaron Haber, einen eigenen Betrieb in der Wormser Straße 39 gründen. Es kommt aber vermutlich nicht mehr dazu, wegen zahlreicher Einsprüche von Nachbarn, der NSDAP und so weiter. Nach einem Umzug nach Mannheim 1934 lässt das Ehepaar Rosenberg sich 1935 scheiden. Der einzige Sohn von Philipp und Irma, Hans Leopold Rosenberg, geboren 1926, gehört zu den 28 saarpfälzischen Kindern von Lagette, die über Frankreich nach England gerettet werden konnten. Er emigrierte nach dem späteren Israel. Seine Mutter ist später in zweiter Ehe verheiratet. Sein Vater, Philipp Rosenberg, heiratete 1939 in Leipzig ein zweites Mal und kann gleichfalls nach London flüchten. Walter Haas, geboren 1911, Sohn Anna Habers aus erster Ehe, kann nach Buenos Aires, Argentinien flüchten. Nach dem Novemberpogrom 1938 ersucht das Ehepaar Haber vergeblich um eine Immigrationsmöglichkeit nach Hagenau, Frankreich. 1939 müssen sie auch ihr Wohnhaus verkaufen. Beide werden am 22. Oktober nach Görs deportiert. Ludwig wird am 3. Juli 1942 nach dem Lager Ribesalt verschleppt, am 4. September von dort zum Sammellager Drance, von wo eine Woche später der Transport nach Auschwitz erfolgt. Ludwigs Frau Anna kommt mit dem Transport vom 20. März 1941 von Görs nach Riquepédou, am 11. Juli 1942 nach Ribesalt und von dort mit dem gleichen Transport wie ihr Mann nach Auschwitz. Beide werden in Auschwitz ermordet. Die gesamte Einrichtung ihres Wohnhauses war am 7. Februar 1941 öffentlich in Speyer versteigert worden. Wir verlegen heute vor dem Haus Schwertstraße 15 Stolpersteine für Ludwig und Anna Haber. Am 28. Januar 1867 wird Leo Waldfort in Oberlust in der Pfalz geboren. Bereits im Alter von 2 Jahren verliert er seinen Vater, den Lehrer Lazarus Waldfort. Er wächst bei der neunköpfigen Familie seines Großvaters Levi Waldfort in Steinbach am Donnersberg auf. Auch der Großvater Levi war Lehrer. Für Leo bedeutete das spätere Ergreifen des Lehrberufs, somit die Fortführung einer Familientradition. Leo Waldfort besucht nach der Volksschule die Realschule in Landau und Kaiserslautern. Am dortigen Lehrseminar erhält er seine Ausbildung. Seine erste Stelle tritt er Sommer 1885 im kleinen Hagenbach bei Germersheim an, wo er neben dem Unterricht auch die Leitung des Gottesdienstes übernimmt.
Seit März 1890 Lehrer in Speyer, heiratet er Hermine Rosenberger aus Rülsheim. Sie erwerben das neu erbaute Haus Schwertstraße 22. Waldbots Aufgabenbereich in Speyer ist umfangreich. Außer dem Volksschulunterricht in den Elementarfächern leitet er auch den jüdischen Religionsunterricht für sämtliche 6 Speyerer Schulen samt Gymnasien. 1890 umfasst die jüdische Gemeinde etwa 500 Seelen. Leo Waldbott ist auch Kantor der jüdischen Gemeinde und singt als Mitglied der Speyerer Liedertafel. Zudem ist er Dirigent des Synagogenchors und zeitweilig Organist der jüdischen Gemeinde. Die Waldbots bekommen 3 Kinder: Emil, die früh verstorbene Elisabeth und Georg. Seit 1896 lebt seine Mutter Clara, geborene Neue gleichfalls in Speyer. Berufliche Anerkennung erfährt Waldbott, als er 1911 zum Hauptlehrer, 1916 zum Oberlehrer befördert wurde. 4 Jahre darauf stirbt seine Frau, erst 53-jährig. Eine Krankheit zwingt ihn, 1921 zur Aufgabe des Kantorenamts, 1923 auch zur Aufgabe des Lehrberufs. Er ist lange anderweitig aktiv. Als Vorsitzender der Freien Vereinigung israelitischer Lehrer und Kantoren der Pfalz und auch des hiesigen Briefmarkensammlervereins, vor allem aber als Initiator und Verfechter eines jüdischen Altersheims für die Pfalz in Neustadt an der Weinstraße. Für seine allgemeinen Verdienste wird der Lehrer an seinem 70. Geburtstag geehrt, als ihm das Bezirksrabbinat bei einer Feier in der Synagoge den rabbinischen Ehrentitel Chaver verleiht. Damals leben seine Söhne schon lange in den USA. Emil war bereits 1910 ausgewandert, Georg folgte 1923 nach Abschluss seines Medizinstudiums. Er wurde einer der führenden frühen Fachärzte für Allergologie in den USA. Vater und Söhne hielten mit gegenseitigen Besuchen Kontakt. Die Flucht nach den USA ist Leo Waldbots 7. Ozeanüberquerung. Am 10. November 1938 von der Gestapo zusammen mit seiner Haushälterin Susanne Cady aus der Saarpfalz ausgewiesen, kann er nach einem 5-wöchigen Zwischenaufenthalt bei Mannheimer Freunden im Dezember von Bremen aus nach den USA flüchten. Sein Gesamtguthaben reicht gerade noch für die Überfahrt und den Transport des Hausrats. Die Pension sowie die Mietzahlung für sein Haus belegt ab Anfang 1939 das Finanzamt mit Beschlag. Ab Juli bleibt beides vollkommen aus. Bis zu seinem Tod am 26. Mai 1940 lebt er in der Nähe seiner beiden Söhne und ihrer Familie in Detroit, Michigan. Er wird auf dem dortigen Friedhof der Reformgemeinde Beth El beigesetzt. Wir verlegen heute vor dem Haus Schwertstraße 22 einen Stolperstein für Leo Waldbott. Ja, und jetzt, wie angekündigt, einige Sätze. Ich mache es viel kürzer als beabsichtigt. Aus dem Buch seiner Enkelin, die also biografische Aufzeichnungen von ihm verarbeitet hat. Der Leser wird sich erinnern, dass am selben Tag, als unser Herzenskind der Pfalz niederbrannte, das war das jüdische Altersheim in Neustadt, auch alle jüdischen Männer von Speyer im Alter von 18 bis 70 Jahren nach Dachau verschleppt wurden. Ich war 71 und wurde nicht verhaftet. Trotzdem trampelte an diesem Abend um 5 Uhr ein Angehöriger der Gestapo in mein Haus und forderte, dass ich die Stadt und das Gebiet Saarpfalz bis zum Beginn der Nacht verlassen sollte. Meine Haushälterin, Fräulein Susanne Katten, die mir 19 Jahre lang gedient hatte, wurde ebenfalls befohlen, die Stadt zu verlassen. Wir hatten ungefähr eine Stunde lang Zeit, um die notwendigsten Dinge zu packen. Kleidung, Bettwäsche, einige Wertsachen. Es war sehr schwer für mich,
mich von meinem Haus zu trennen. Ich hatte dort 47 Jahre lang gelebt und dort mit meiner Familie Glück und Leid geteilt. Dass ich so unerwartet gehen musste, machte es umso schwerer. Meine Flucht war eine plötzliche, verzweifelte Abreise aus der geliebten Stadt und dem geliebten Haus, die ich niemals wiedersehen würde. Der hat dann 5 Wochen im Haus einer befreundeten Familie in Mannheim verbracht, Familie Freiberg-Rosenberg. Brauchte ja auch seine Papiere, alle möglichen Erlaubnisse und. Und fuhr dann nach Bremen und von Bremen dann das Übersetzen nach New York. Er ist insgesamt 7-mal, hat er seine Familie besucht. Ab 1909 hat also insgesamt 15 Ozeanüberquerungen hinter sich. Das war mir doch ein Anliegen, dass ich das über den Waldburg noch gebracht habe. Dankeschön. Ja, so. Ja, das schaffe ich gerade noch. Habe ich was fallen lassen?